Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Paper Mario Origami King. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben vor dem Shogunland. Ach guck mal, da geht ja sogar richtig nah ran. Das ist so ein japanischer Freizeitpark und ja, den werden wir uns heute anschauen. Dafür brauchen wir aber natürlich erstmal ein Tagesticket für einen Promi. Ist schon ganz schön teuer für so einen Promi, ne? 10.000. Aber als Promi hat man ja das Geld. Dementsprechend nehmen wir natürlich die Dauerkarte, dass wir da jedes Mal reingehen können. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber ich bin Promi, also muss ich mehr Geld bezahlen. Kriegt man sowas nicht eigentlich umsonst? Gerade weil ich Promi bin? Komischer Park. Süß. Mach den Weg für die Promis frei! Ja, wir haben sogar ein paar Schnipsel dafür bekommen. I like this really much. Hier kommt der Promi! Ich glaube, die haben mich übers Ohr gehauen. Mal gucken, ob das wirklich was bringt, dass wir jetzt den Promi-Pass haben oder nicht. Wow, seht euch das Schloss an. Ach, das ist so super klasse. Ein Tag voller Spiele und spaßiger Attraktionen liegt vor uns. Ich bin so aufgeregt, dass ich mich noch verknicke. Das ist das Shogunland? Aber wo stecken denn die ganzen Leute? Ist heute vielleicht geschlossen oder so? Wir sind gerade alle bei einer Show. Das kann natürlich sein, Bobby. Ich frage mich auch, warum Bobby überhaupt noch bei uns ist. Ich hätte gedacht, wir werden ihn verlieren, ehrlich gesagt. Bei dem Wasser Bergbeton haben wir aber nicht. So, hier kriegen wir aber eine nette Kiste. Sehr interessantes erstes Haus. Ist das so ein Park, wo man in eine alte Zeit irgendwie zurückversetzt werden sollte, sodass man sich dann angucken kann, wie die gelebt haben? Souvenirladen, das klingt gut, da gehen wir rein. Weil ich verstehe eigentlich nur einen Freizeitpark so mit Attraktionen und so, wo man dann Achterbahn fahren kann, etc. Hier fehlt auch irgendwie die Musik. Exklusive Shogunland-Fanartikel, bald verfügbar, bald, toll. Dieser Laden doch gar nicht auf. Habt ihr mich übers Ohr gehauen? Kann ich wenigstens nach oben? Nee, auch abgeschlossen. Aber guck mal, ich habe eine Shogunland-Karte. Klingt nix. Dann müssen wir halt mit Gewalt daran. Geht auch nicht. Merkt auf, brave Besucher des Shogunlands. Eilt euch hier entlang. Okay, kleiner Gumba. Wenn du das sagst, aber darf ich mir noch die... Na gut, wir folgen einfach mal. Mal gucken, was passiert. Er hat so eine weibliche Perücke auf. Ist ja süß. So eine japanische weibliche Perücke. Es empfiehlt sich nicht, an diesem Ort ungeschützt dort zu bleiben. Folgt mir, denn die Zeit drängt. Wohlan, der Weg führt hier entlang. Oh, brave Besucher des Shogunlands. Ergebens bitten wir um eure Hilfe. Eine grässliche Bande von Origami-Schurken fiel in dieses Land ein. Wir sind untröstlich. Die meisten treuen Wärter dieses Landes wurden überwältigt und schmachten nun im Schloss des Shogunlands. Ja, yeah, das ist total ätzend, Mann. Wir haben uns alle coole Kostüme für den großen Tag hier geahnt. Und, ups, was meinte ich, für wahr. Unser Eintrittsgeld darf nicht umsonst gewesen sein. Unter T-Nix bitten wir um deinen Bestand, okay? Halt, Shang, hier! Wie konnte diese Schufte es wagen, den Frieden und die historische Authentizität des Shogunlands zu stören? Mario-san, Bobo-kun, eilen wir auf! Auf zum Schloss! Naja, du hast wohl recht. Ohne das Personal gibt es hier nicht viel zu erleben, also auf zum Schloss. Olivia nimmt das richtig ernst hier. Ei! Das ist so ein Tanuki-Schweif. Was kann man denn damit Geiles machen? Fegen Gegner in der Nähe mit einem Wirbelmanöver um. Okay, dann können wir uns ja weiter umgucken. What do we have here? Genau dasselbe wie vorher. Aber dieses Mal ist ein Tod auf dem Schrank. Getarnt als ein Fächer. Ah, Mario! Toll, ich bin ein ganz großer Fan von dir! Oh mein Gott, Gegner. Okay, komm. Wir müssen sie vernichten, weil das ist unsere Aufgabe hier. Ich bin gespannt auf die Musik. Ja, ist in Ordnung. Ein bisschen actionreicher als in dem Gebiet davor. Aber davor fand ich sie, glaube ich, noch ein bisschen besser. Das sieht ultra complicated aus, aber ich glaube, das sieht tatsächlich nur complicated aus. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht so complicated. Ja, alles easy. Yeah. Bobby will mitkämpfen. Bobby will mitkämpfen. Wie witzig. Oi, oi, oi. Bobby, du bist ja der Allergeilste. Also, er hat sich hinbekommen, aber der Gedanke zählt. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Bobby ist im Kampf dabei. Das ist mir davor nie aufgefallen, Leute. Der Bobby. Das ist ja mega knuffig. Also, jetzt schläft er wieder, aber der Wille zählt. Der Wille zählt, Bobby. Du machst das toll. Ich liebe dich, Bobby. Du bist mein Schatz. Mein kleines Baby. Schlaf ruhig weiter. Ich mach das für dich. Oh, dann haben wir wirklich einen Begleiter. Wir können ihn zwar nicht steuern. Vielleicht kann ich ihn ja doch steuern und ich habe jetzt einfach nur gefailt eben und deswegen hat er nicht angegriffen. Ha, müssen wir mal beobachten in den nächsten Kämpfen. Aber erstmal Plättchen angucken, was haben wir hier so? Ah ja, Wolfstein-Dojo. Oh, ich kann mir so gut vorstellen, dass hier richtig viele Minispiele auf uns warten. Und da sehe ich einen Toad. Kommen Sie da raus. Das sieht nicht gemütlich aus dahinter.
Zubehör! Intersequisites und extra günstiges Zubehör! Ihr braucht es, ich habe es! Ich verkaufe meine Ware vor dem Souvenirladen! Die Leute da mögen es gar nicht, wenn ich das tue! Hehe! Sehr gut. Oh, was hast du denn so? Ach, Zubehör, das ist das krasse Zeug, ne? Verwandelt deine Schnipsel in zarte Kirschblütenblätter. Kirschblütenblätter? Okay, ist das dann sowas wie Schnipsel oder was? Ist auf jeden Fall gekauft. Zubehör ist immer geil. Und das war's. Wir sind offiziell ausverkauft. Verwandelt deine Schnipsel in zarte Kirschblütenblätter. Was bringen denn Kirschblütenblätter? Egal, werden wir garantiert noch irgendwie rausfinden mit der Zeit. Kommt Zeit, kommt Rajat, kommt Affentat. Nee, Attentat, ne? Nicht Affentat, egal. Ach so, das hat einfach nur verändert, dass unsere Schnipsel jetzt wie Kirschblüten aussehen. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dafür gebe ich gerne 5000 Gold aus. Warum sehen die Häuser alle gleich aus? Das ist so langweilig. Oh, hier ist noch irgendwo ein Toad versteckt. Ich sehe es da oben. Immerhin. Der landet perfekt auf diesem Kissen. Oh, ich habe gehört, dass das Wurfstein-Dojo da hinten ein paar tolle Preise hat. Ich wünsche dir, dass es von jemand anderes betrieben würde. Oh oh, muss ich Angst haben? Wird da ja wahrscheinlich irgendjemand Böses regieren im Wurfstein-Dojo. Ah ja, siehst du, da hinten ist das Wurfstein-Dojo. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich... Oh. Bist du ein Toad? Bist du etwa ein Toad oder... Du bist... Nee, du bist kein Toad. Aber ich kann ihn einfach so besiegen. Ach, drei Toads sind da drin. Ja, moin. Oh, wir spielen Reise nach Jerusalem mit diesen Zubatons. Zabutons. Hier noch nie gehört, aber interessant, dass sie so heißen. Das sind Kissen, mit denen man auf Tatami-Matten sitzt. Tatami-Matten kenne ich hingegen schon. Ah, jemand hat meinen Lieblings-Zabuton zerstippelt schon wieder. Puh, ich habe gerade noch einen Zabuton erwischt. Tja, dann hast du wohl verloren. Willst du vielleicht mit auf Reisen kommen? Ich nehme dich gerne mit. Aber diese Blume da hinten ist trotzdem sehr verdächtig. Oh, was haben wir hier noch? Eine Katze! Süß! Oh, doch, keine Katze, nur ein blöder Toad. Das ist schade. Das ist ein miausgezeichnetes Plätzchen für ein Nickerchen. Jetzt wünsche ich mir, ich wäre wieder eine Katze. Die haben ein gutes Leben, beziehungsweise sieben. Wenn ich jedoch nur den ganzen Tag lösen könnte. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich 9 Leben. Stimmt, 9 Leben? Haben Katzen nur 7 Leben? Wieso singt denn Tuddle, dass die 9 Leben haben? Wirst du mit Tuddle kaputt? Okay, ja, den Tod sehe ich, der ist da hinten, aber da komme ich ja bisher noch nicht ran. Hier kommen wir auch noch nicht durch, weil da der böse König Olli wieder seinen Sticker-Micker rangepackt hat. Hier gibt es so viele Wege. Wir gehen erstmal nach rechts, können wir ja die Viecher hier vernichten. Ha, ja, yeah, easy. Ich bin einfach zu stark für euch. Das Spiel merkt einfach, dass ich keinen Bock habe zu kämpfen. Hallo, kleiner Toad. Oh, ich beobachte die Gegend hier schon seit Stunden. Mir geht nichts, auch wenn ich etwas kurzsichtig bin. Okay, also ja, hier gibt es viel zu viele Wege. Wir gehen erstmal runter. Ah, oh, hier gibt es Mochi. Ist der Tee etwa auch ein Toad? Nope. Aber dann ist er bestimmt da drin, richtig. Das Ninja-Haus klingt ganz harmlos, aber da sind bestimmt Fieslinge drin, die es auf einem Kampf abgesehen haben. Aber das hier sind doch Mochi. Ich will jetzt so einen Mochi haben. Bitte geben Sie mir einen Mochi. Und noch eine Kiste. Mit Kastanien. Okay. Ah, alle Gläser hier sind so flach. Wie soll aus denen überhaupt jemand trinken? Ah, oh, wie gut, dass ich einen Showhelm mitgebracht habe. Du kannst ihn haben, wenn du magst, aber wisch ihn vielleicht vorher ab. Das ist ja höchst interessant. Da ist er, der Toad. Na? Der sieht aus, als käme er mit einer Schnabeltasse besser zurecht. Stimmt, diese Schnabeltaschen, die man als Kind hatte. Die sind ja wohl richtig geil. Ja, eine Oh, jetzt habe ich richtig Bock auf eine Schnabeltasse. Leute, hattet ihr auch eine Schnabeltasse? Hier gibt es einfach Kettenhunde und einen richtigen Hund und überhaupt. Ja gut, lieber... Nicht lieb. Okay, er ist nicht lieb. Tja, okay, wir brauchen Knöchlein. Die Frage, wo wir Knochen herbekommen. Jetzt lass doch mal den armen Hund in Ruhe. Ah, wuff, wuff, wuff. Oh, du bist Mario. Du kommst gerade recht. Ich habe etwas gesehen, bei dem sich mir das Fell aufstellt. Ich dachte, dieser Typ in Grün wollte nur Gassi gehen, aber dann ist er in das Ninja-Haus da drüben gelaufen. Der Herr Stefan wollte ich ihm ja auch nicht, aber da drin muss es etwas richtig Gutes geben. Aha, der mysteriöse Mann in Grün. Jetzt sind wir ihn ganz dicht auf der Spur. Was für ein Mann in Grün? Ich habe noch nie was von einem Mann in Grün gehört. Erstmal chillen und nachdenken. Warum heißt das Schogoland eigentlich Schogoland? Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob es nun mit Schock, Show oder Schokolade zusammenhängt. Oh, da hinten ist ein Ninji. Die heißen, glaube ich, so, ne? Aber der weint oder ist traurig oder so. Okay, das Haus hier sieht zumindest mal anders aus. Da oben ist ein Toad, aber an den komme ich ja gar nicht. Doch, doch, doch. Hier ist auf jeden Fall ein Block versteckt. Hier muss ein Block versteckt sein. Sonst käme ich ja nicht an den Toad da oben ran. Und ich muss doch an den Toad rankommen. Auf der anderen Seite der Tür höre ich ein komisches Flüstern. Das ist total gruselig. Die haben den Knochen. Danke, ihr Knochentrocken. Kriege ich den? Ihr seid ja nicht mehr Origami, Leute. Ich bräuchte die Knochen, bitte. Ich hoffe, das ist keiner von euch. Ich wünsche, wir hätten was Besseres als diesen Knochen zum Beispiel. Ja, guck mal, ich habe zum Glück einen Trinkhalm. Wollt ihr den nicht nehmen? Wollt ihr dann vielleicht den Haken aus den Graffiti-Kanälen haben? Auch nicht? Okay. Dann haben wir auf jeden Fall den Knochen.
Das artet hier gerade in eine Lauf dahin und dann dahin und bringt dem und das und das und jenes. Also da links kommen wir nicht hin. Ein Pilzchen. Noch ein Pilzchen und noch ein Pilzchen. So viele Pilzchen hier. Was ist das denn? Er macht einfach den Baum. Oh, ich bin eins mit dem Bonsai. Ich bin völlig ruhig. Meine Füße sind eingeschlafen. Ha, jetzt habe ich noch nicht mal im Wind flattern können. Grashüpfer können echt hochspringen. Wird dir gefallen, Mario? Jetzt weiß ich, wie man sich als Insekt fühlt. Glaub mir, kein gutes Gefühl. Ich will auch ein Insekt sein. Hier hinten ist auf jeden Fall ein Loch. Da kommen wir auf jeden Fall ins andere Dings hier rein. Muss die Tür festhalten. Was machst du da? Weg mit dir. Okay, aber irgendwie bringt mir das trotzdem gar nichts, oder? Außer diesen Toad hier. Oder bist du ein krasser Toad, der mir weiterhilft? Oh, der Ninja Baku ist die beliebte Attraktion im ganzen Park. Ich verlaufe mich da jedes Mal. Das ist so klasse. Oh, da sind wieder so viele Toads heute. Bisher ist das Shogunland doch ziemlich langweilig. Zum Wurfstern-Dojo. Das könnte doch endlich mal nach Spaß klingen. Den Toad da oben retten wir natürlich trotzdem noch. Zappel hier nicht so rum, du kleiner Wurfstern. Oh, der Typ vom Wurfstern-Dojo ist nie da. Vielleicht hat er sich wieder im Dienstzimmer versteckt. Hält wahrscheinlich wieder mal ein Nickerchen. Das heißt, wir können nicht rein? Doch, wir können rein. Aber wir können wahrscheinlich nicht spielen, weil er nicht da ist. Ist einfach nicht da, der Typ. Der ist einfach so wie ich bei der Arbeit. Na gut, jetzt hört mal her. Wir retten die Toads, lösen die Luftschlange und retten den Park. Und dann haben wir so viel Spaß. Immer mit dem Gesicht dagegen. Einfach mit dem Face straight up durch. Das ist immer die beste Möglichkeit. Mit dem Kopf durch die Wand. Oh, das Tor geht ja gar nicht auf. Hallo, ist jemand da? Sorry, dass ich in euer Tor gekracht bin. Mach doch mal auf. Ich glaube ja nicht, dass uns diese Fallschergen einfach aufmachen, Tantchen. Seht mal, da ist ein Schlüsselloch. Oh, supi. Dann müssen wir nur noch den Schlüssel finden, kein Ding. Dann fangen wir wohl mal besser zu suchen. Wo könnt du der Toad sein? Ich sehe gar nicht. Hä, bist du etwa ein Toad? Hey, ich habe zufällig mitgehört, als ihr euch über diesen Schlüssel unterhalten habt. Ich könnte euch da weiterhelfen. Das Personal hier muss abends vor Dienst das Innenbereich des Parks einzeln abschließen. Wenn du das Dienstzimmer findest, findest du sicher auch den Schlüssel zu dem Tor. Frag mich nicht, wo ich das weiß. Ist ja nicht so, dass ich mich über Nacht hier verstecke, um so viel Zeug zu essen, wie ich will. So, so. Nein, also, das ist das Shogun-Theater. Großes Gebiet, großes Gebiet. Langweiliges Gebiet, aber großes Gebiet. Ninji, Ninji, Ninji. Der kleine Ninji nimmer ich. Und noch ein kleiner Toad. Dann hören wir uns mal an, was der Ninji zu sagen hat. Ich dachte, dass wir heute mit Wurfstein trainieren würden. Doch heute ist Bambusrohrtag. Ach, Schande über mich. Ich möchte nicht zurückbleiben. Es muss etwas geben, mit dem ich unter Wasser atmen kann. Da habe ich was für dich. Guck mal, ich habe einen Strohhalm. Vortrefflich, das ist perfekt. Passt so, als wäre diese Röhre fürs Ninjutsu gemacht. Ich schlage einen Handel vor. Eure Röhre zum Luftholen für meine Wurfstirne. Nun, was sagt ihr? Alles klar, Deal. Oh, danke, ich danke euch. Mein Wurfstirn soll nun euch gehören. Alles klar, damit können wir doch garantiert in den Wurfstirnsalon was machen. Aber wenn der Typ nicht da ist, dann weiß ich nicht so richtig, was uns das bringen soll. Hier oben wird noch ein kleiner Toad sein. Hallöchen. Das war nur für den Toad da oben? Das Gebäude auf der anderen Seite des Flusses ist das Haus der Heimtücke. Ich schwor niemals wieder dorthin zurückzukehren. Doch mir blieb die Pflicht, meinen Meister zu rächen. Er hat da drin mal seine Wolle verloren. Das ist gar nichts. Können wir vorstellen, dass wir wie in dem Simpson-Film einfach durch den Sandkasten auf die andere Seite kommen, wenn wir uns da versickern lassen? Ich bin gerettet. Oh, mein Mund schmeckt nach Asche. Ach, das ist Asche. Das ist gar kein Sand. Wir brauchen unbedingt eine Erfrischung. Vielleicht spült eine gute Tasse Tee den Rußgeschmack weg. Im Teehaus der ruhigen Röhre habe ich einen komischen Kerl gesehen, der seinen Tee mit einem Strohhalm trinkt. Oh mein Gott, so viele Quests hier. Alles klar, wir gleich wieder da, kleine Toads. Tja, lieber Shy Guy, hast du bitte noch anderen Tee für mich? Ah, dieser Tee ist so bitter. Geht, ich hätte mir eine Limo holen sollen. Okay, das Teehaus bringt mir gar nichts. What the fuck muss ich denn jetzt machen? Oh, hier sind ein paar Leute vom Parkpersonal durchgekommen. Das Dienstzimmer muss also ganz in der Nähe sein. Ach stimmt, da sollten wir hin. Hab ich schon wieder ganz vergessen. Aber hier ist Sackgasse. Kleiner Toad, was laberst du denn da? Oder kann man hier etwa... Nee. Doch, da. Da ist eine Tür. Eine versteckte Tür. Als wenn das hier ein Ninja-Park wäre. Was? Und eine Crew haben wir ja auch noch. Mit einer Bank. Toll. Die 43. So. Dann ab ins Dienstzimmer. Lol, das hat man auch im Trailer gesehen. Okay, seid ihr die Bediensteten hier? Oh ja, guck mal, der sieht sogar ninja-mäßig aus. Der hat schon so einen Karate-Anzug an. Halt, wer ist da? Oh, du bist
Mario. Tut mir leid, ich dachte, du wärst einer von den Eindringlingen. Ich habe eine höchst verdächtige Gestalt gesehen, die sich hier reingeschlichen hat, als ich noch gefaltet war. Der Typ hat grüne Sachen und eine grüne Mütze getragen. Höchst verdächtige Farben, findest du nicht? Ach lol, das ist Luigi, von denen die ganze Zeit sprechen. Ah, hast du auch noch irgendwas gesehen? Oh Mario, zum Glück bist du da. Das Shogunland wurde vom Origami-Trunk überfallen. Das ist so absolut nicht historisch korrekt. Ich meine, fies, es ist fies. In unserem Dienstzimmer hier findest du alles, was du brauchst, um dich ins Schloss zu schleichen. Ganz besonders den. Was? Oh nein, der Schlüssel! Oh, er ist weg! Nein, der Schlüssel ist weg! Der Schlüssel? Er ist weg! Der Schlüssel ist weg! Nicht so laut, wir stehen doch direkt neben euch. Oh, tut mir leid, Kleiner. Der Schlüssel ist eben einfach echt wichtig. Mit diesem Generalschlüssel kann man jede Tür im Schokoland aufschließen. Jede Tür? Wow, das ist das ja quasi der König aller Schlüssel. Den müssen wir finden, egal wie. Auch wenn er verschwunden scheint, es ist wichtig. Schlüssel nach wie vor. Oh, oh, gib mir das. Lebensupgrade. Nice. Auch wenn sich das jetzt so anfühlt wie in der Schulzeit. Bitte lass mich raus, biegt, ich hab doch gar nichts gemacht. Da ist wahrscheinlich ein Gegnerin. Nein. Ein kleiner Toad, der im Schlafen ist. Dann ihm. Viel Glück beim nächsten Mal. Mario, hallo. Ich leite das Wurfstein-Dojo. Das ist unsere beliebteste Attraktion. Normalerweise habe ich so viel zu tun. Aber heute kam kein einziger Besucher. Also habe ich die Gelegenheit genutzt, um einmal meine Augen auszuholen. Ja, ja, die Augen. Jetzt sollte ich wohl besser zum Wurfstein-Dojo zurück. Kommt doch mal vorbei. Nur damit ihr es wisst, ich habe keineswegs geschlafen. Ich habe sogar meine Mittagspause durchgearbeitet. Und jetzt geht's weiter. Gut, haben wir den auch gefunden, dann können wir das ja auch machen. So, und da, oh, noch ein Toad. Wie viele, ich bin so gespannt, wie viele Toads YOLO King in dieser Folge zählen wird. Ich schätze mal so um die 20, obwohl 20 schon mega viel sind, aber ich glaube, das kommt schon hin. Hey, das ist ja Mario, willkommen im Shogunland. Oder besser, willkommen im Dienstzimmer des Shogunlands. Hier bewahren wir zwischen den Events die Requisiten. Auf, diese Masken hier zum Beispiel sammeln schon eine ganze Weile Staub. Probier sie ruhig an oder nimm sie gleich mit. Mach wonach dir die... Meine Stimme geht voll weg von diesen blöden Toads. So viele Toads sind hier, dass meine Stimme weggeht. Ja, das hat man ja schon im Trailer gesehen. Die kann man einfach aufsetzen. Aber einmal den Donkey Kong oder König des Urwalds. Ob das jetzt was bringt? I don't know. Hä, was für ein Tier soll das denn sein? Dieses dumpfe Geräusch klingt fast wie ein Donk Donk. Donk Donk. Ich mag den Rhythmus. Das ist der Rhythmus, wo man mit muss. Ich bin der blöde Gumba. Ich weiß nicht, was Seife ist. Seife, Seife, was ist Seife? Lach dich nicht tot. Sie sagt wirklich, dass wir unter Leute gehen. Ach komm schon, ich kann mal nicht mehr vor lachen. Mario mit dem Kopf eines supergefährlichen Pappmatsche schergen, das sieht zum Schreien aus. Das ist so albern. Total albern. Wahnsinn, Onkel Lem, du bist ja ein echter Komiker. Das wird sich noch als nützlich erweisen, wenn wir sie einmal so sehr zum Lachen bringen müssen, dass sie fast zerknittert. Wieso witzig war das jetzt auch nicht, Olivia? Uff, ich habe so viel gelacht, dass mir meine Knickstellen wehtun. Das ist toll. Lachen ist eine gute Medizin gegen alles. Immer schön viel lachen, Leute. Und eine Metallkriegerin-Maske. A.K.A. Samus Aran. Piu, piu. Das hat man auch nicht alle Tage. Ich glaube, er kämpft gerade gegen jemanden. Das sieht echt spacig aus. Statt spaßig, spacig. Feuert er mit seinen Händen Beams ab? Das würde ich gerne mal am Samustag im Park versuchen. Ein Samustag? Ist das so wie eine VR-Brille? Mega cool. Ja gut, ob das jetzt irgendwann noch was bringt? Wahrscheinlich schon, aber gerade ein bisschen unnötig. Oh, hallo Mario! Ich wollte ja meinen Wurfstein-Dojo schon wieder öffnen, aber jemand hat meine Wurfsteine mitgehen lassen. Oh, was mache ich das hier? Tja, ich habe zum Glück meine eigenen dabei und die Masken sind jetzt auch da unten mit drin. Also wahrscheinlich muss man die im richtigen Moment dann später einsetzen, damit man in dieses Schloss infiltrieren kann. Stell ich mir auf jeden Fall witzig vor. Oh Mario, du hast ja Wurfsteine dabei! Na, dann lade ich sie mal ein! Und weil ihr mir geholfen habt, dürft ihr umsonst trainieren. Für Promis immer umsonst, egal welcher Modus. Dann muss ich ja nicht mal üben, Leute. Ja, hä? Gleich der normale Modus? Let's go!
Okay, ich muss wahrscheinlich einfach im richtigen Moment die Dinger drücken. Genau, wenn da so Ziele ankommen. Ein Punkt! Und... Nein, Moment, okay. Zwei Punkte. Oh, und das dauert eine Zeit lang. Nein, damit die sich wieder aufladen. Warte! Oh, die acht Punkte hätte ich natürlich schon gerne. Mega gut. Minus ein Punkt ist nicht so geil. Ja, okay, das ist witzig gelöst. Und das erinnert ein bisschen an... Was macht der Toad immer da hinten? Das erinnert ein bisschen an... Wenn ihr das kennt... Bei The Legend of Zelda, Ocarina of Time, da gab es auch so ein Spiel, aber mit einer Zwille. Quasi. Und daran erinnert mich das gerade. Ja, ich habe die drei Punkte nicht mitgenommen, aber was soll's. Wenn wir 21 Punkte haben, das sind die Zielpunkte, dann kriegen wir irgendwas richtig Duftes geschenkt. Ja, die haben wir auch noch mitgenommen. Alter, 42, die Antwort auf alles haben wir einfach. Der hier, haben wir eine 8. Alter, ich bin einfach der Beste in diesem Spiel. Keiner kann mich aufhalten, der Wille ist zu stark, ich bin und bleib hart. Hör zu, was ich sag! Nein, mal Punkte hätte ich gerne noch gehabt. Die Zeit ist um und du hast 53 Punkte! Du brauchst ganz genau 21 Punkte! Das hat mir keiner gesagt! Ich habe zu viele gemacht! Ach, dann muss man ja sogar rechnen! Okay, dann würde ich sagen, was ist aber mit dieser Folge? Die kann jetzt ein bisschen langweilig gewesen sein. Ja, dafür ist sie wahrscheinlich auch ein bisschen länger, beziehungsweise... Also ich habe jetzt 50 Minuten aufgenommen. Mal gucken, wie sehr ich sie schneide. Man war jetzt sehr viel hin und her gelaufen. Wir haben uns einfach nur das Schokoland angeguckt und die ganzen Minispiele gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Die wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen spannender, die Folge. Aber so eine Folge gehört auch dazu. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr trotzdem eine Bewertung da lasst und auch einen Kommentar. Und was weiß ich, das wird mir alles helfen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.